Leute, willkommen zurück zu Tony Hawk's Playground. Heute klassisch am DC National Mall. Wir spielen wieder Tony Hawk. Nimm keinen anderen Skater mehr. So, Highscore. Schon wieder der verbackte Punkt. Warum auch immer. Profiscore. Der kranke Score. Das unterscheidet sich kaum von dem anderen. Das ist gut. Fette Combo ist okay. Sammelskate. Wobei SKA schon ziemlich einfach ist. Sammelkombo sieht auch noch einfach aus. Die geheime Disc ist hier. Okay, die ist PS2-Teil woanders. Ein Rocket Air von einer Kanone auf die andere. Warplant an 5 Schildern. Okay. Oh Gott, ich muss hoch, ne? Ich muss hoch. Ich muss hoch, Leute. Das Tape ist im anderen Modus, ist das hier. Also hier oben auf der Spitze drauf. Ist einfach mal kacken dreist. Hey, Fliptrick. Hey, Fliptrick. Hey, Fliptrick. Wir machen einfach verschiedene Fliptricks. So. Gut, da haben wir ein Wallplant-Teil. Wir müssen da oben auf. So. Wir müssen aufs Dach sogar, ne? Tatsache. Okay. Was fehlt uns denn noch? Nicht mehr viel. Wir sind gerade richtig gut unterwegs. Moment, hier ist aus, ne? Ja. Einmal noch mal kurz. Ach, mein Nachbar saugt wieder. Oder mein Typ über mir. Leute, das kann man richtig hören. Das ist richtig krank. Da hört man mich die ganze Zeit immer. Ich hoffe, ihr hört das jetzt nicht in der Aufnahme. Das wäre ein bisschen nervig. So, das ist Tape. Punkte haben wir zum Glück schon. Kann ich auch von hinten dran? Ja, kann ich. Der Rocket und die Schilder, ne? Frage ist natürlich, wo sind die Schilder? Da hinten ist noch eins. Gut. Ich weiß nicht, was ihr wollt, ne? Aber wow. Leute, es fehlt nur noch Rigger. Es fehlt nur noch Rigger. Heilige Scheiße, gehe ich ab, ey. Oh, Leute. 35 Rigger-Punkte fehlen noch. Ich habe mir übrigens nachgeprüft, es gibt wirklich nur Dings. Verpiss dich. Es gibt übrigens wirklich nur 400 Punkte pro Teil und dann kriegt man, glaube ich, noch eine Endherausforderung oder so, keine Ahnung. Die nochmal alles beeinflusst, glaube ich. So, Hawkman. Noch 3 Minuten 40. Hawkman hatten wir schon mal gemacht, das war aber ein bisschen tricky hier. Eben. Genau, das war das, Hawkman. Das, was ich nicht verstanden habe, wo mich das denn langführt. Genau. Ich erinnere mich wieder. So. Einmal hier so, zack. Jetzt sehen wir auch wieder, was für ein Hawkman das war, auf jeden Fall. Leck mich, Figur.
Könnte eigentlich mal machen, dass ich es so mache. Ja, das war ziemlich seltsam. Das sage ich jetzt echt mal. Ob das klappt, ich habe keine Ahnung. Ich versuche es einfach mal. Jetzt habe ich vor. Einfach mal so rumzugehen und dann ganz mal die Leine weiterzumachen. Denn das ist, glaube ich, eine gute Reihenfolge. So. Nein. Was zum heiligen Fick? Was war das denn jetzt? So. Grinden wir mal kurz hier. Ach Gott, das ist auf jeden Fall ein bisschen tricky, denn... müssen hier hoch und ich glaube, hier oben ist das größte Problem. So, wollen wir hier lang. Ach Gott, da oben muss ich auch noch hin. Kurve kriegen, Kurve kriegen. Danke. Soll ich ganz tricky dran gehen? So, darüber. Danke. Ich muss vorsichtig sein, wenn ich gleich grinde. Ich habe es nämlich gerade schon gemerkt, dass ich kein Grind mehr habe. Okay, ich habe noch Grinds. Ja. Was? Was? Warum nur Profi? Ich hab doch alles in eine Kombo gemacht. Wo ist die Kombo denn zu Ende gegangen? Ich bin verwirrt. Wo hab ich denn die... Wo hatte ich denn die Kombo zu Ende? Ist mir das nicht aufgefallen, dass... Ich meine, sowas fällt mir eigentlich auf, weil... Da war die Kombo zum Beispiel zu Ende. Weil ich ja ein Auge drauf habe, weil ich muss ja die Kombo halten, ne? Leute, ich muss die Kombo halten. So. Ich bin immer gerade noch überlegen, wo ich die Kombo beendet habe. So, grind. Hier habe ich die Kombo beendet. Haha, aber vorhin nicht. Irritiert mich gerade echt stark, wo ich gerade die Kombo beendet habe. Das darf natürlich nicht passieren. Gut, aber auch wenn das hier ziemlich dämlich ist, wie ich hier einen Umweg gehe... Darf eigentlich nicht passieren. Verdammt, warum klappt, passiert denn sowas jetzt andauernd? Warum komme ich jetzt auf einmal so hoch? Ich komme die ganze Zeit nicht so hoch und jetzt komme ich auf einmal so meilenweit nach oben.
wie mache ich das denn jetzt die ganze Zeit? Ich habe das davon auch nicht gehabt, oder? Maser hat keine Ahnung, was er hier macht, aber er macht es irgendwie falsch. So, den Reedy kann ich sogar noch verkraften, denn den kann ich ja später noch nachholen. So. Ich komme echt gerade, wo ich vorhin die Kombo beendet habe. Verdammt! Hier habe ich die Kombo beendet. Weil es ärgert mich jetzt eigentlich total, dass die Kombo vorhin beendet war. Ich hab's eigentlich. Ich dachte, ich hab's. Sagen wir es mal so, ich dachte, ich hab's. Ach Gott, das ist. Ich meine, es ist jetzt nicht so tragisch, es sitzt ja hier noch keine 5 Minuten an Aufgabe dran, aber vielleicht ein bisschen mehr als 5 Minuten, aber. So. Jetzt habe ich den Haymaker gemacht. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, es war auch ziemlich dämlich, dass ich so früh wieder gegrindet habe. Vor allem verstehe ich das manchmal nicht, was hier abgeht, warum ich da nach rechts grinde. Gut. Ich weiß nicht, wie oft ich diesen Northmel Gap schon gemacht habe, aber auf jeden Fall. Auf jeden Fall habe ich ihn schon ziemlich oft gemacht. Hey, Scheiße. Das ist der letzte Automat, Leute. Und diese Stelle nervt mich tierisch ab. Alter. Und die Kombo wurde beendet. Die Kombo wurde schon wieder beendet, obwohl ich es gar nicht will. Ich drück noch nicht mal springen, Leute, wisst ihr? Ich drücke hier an der Stelle eigentlich gar nicht springen, weil... ich jetzt für ziemlich unnötig halte. Wo will ich hin? Tschüss, Welt. Ich hau einfach mal ab. Leck mich am Arsch. Tschö. Langweiler. Ah, gut. Da geht's nicht lang. Zurück zum Ziel. Leck mich. Ich wollte es extra vermeiden zu grinden. Hey, auf damit! Okay, ich bin ein blödes Rail. Tut mir leid, liebes Spiel. In dem Fall ja lieber Spieler. Na, warum komme ich denn so da verdammt nochmal so hoch? Leute, ich will hier eigentlich gar nicht hin, ne? Wisst ihr das? Ich will nicht aufs Dach. Sofern ich cool finde, da oben zu sein, aber ich will nicht aufs Dach. Wir kriegen ein bisschen Tempo. So.
Jetzt habe ich jetzt die Hälfte übersehen, aber hey! So. Verdammt! Diese Anzeige manchmal ist so tückisch. Manchmal erkennt man sie auch nicht, weil sie... Ja, halt so eben mit dem Boden ist. Gefällt mir gar nicht. Warum habe ich das eine Teil nicht gesammelt und mache die Runde trotzdem weiter? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich gerade Spaß daran, diese Aufgabe zu meistern. Und Leute, ich schwöre euch bei Gott, ich werde diese Aufgabe meistern. Koste es, was es wolle. Ich glaube, das ist dabei gedacht, dass man das so macht halt. Die Frage ist nur, ich habe eine Idee. Ich weiß nicht, ob sie aufgeht, aber ich habe eine Idee. I have a dream. Oh, ich habe die Vorwärts vergessen. Ich habe Scheiße gebaut. So. Problem an der Aufgabe ist einfach nur, ich muss die Anzeige irgendwie wieder unter Kontrolle kriegen. Das ist so ekelhaft und schwierig. Für den Tony Hawk-Spieler unter euch dürfte das klar sein, dass das absolut fast... Ja, es ist nicht unmöglich, aber... halt eines der schwierigsten Dinge ist, eine Anzeige wieder unter Kontrolle zu kriegen. Was ist da gerade passiert? Da kriegt man eine Runde hin und dann buggt das wieder so, dass man unnötig weit wegfliegt. Noch ist alles so gut. Ich weiß noch nicht, wo ich gerade lang geflogen bin und warum ich da so lang geflogen bin. Aber hey, ich bin Tony Hawk. Ja Leute, ich bin der Herr des Skateboards. Also in dem Spiel jetzt gerade hier. Und ich habe schon eine Gründe dafür. Eigentlich wollte ich nur einen 100er vom Benjamin Franklin. Warum kann ich eigentlich jetzt seit zwei Runden nicht mehr daran? Das irritiert mich. Um Himmels Willen, es geht immer mehr schief. Es soll eigentlich mehr richtig gehen, aber es geht immer mehr schief. Okay. Also ich habe schon einen Trick gefunden, wie ich dem hier ausweichen kann. Und zwar, indem ich einfach spät mache. Ob ich nicht alle kriege, ich habe keine Ahnung. Gut. Was ist eigentlich mein Highscore in einer Kombo? 75, aber das hat mich angenommen. Also die Kombo war beendet irgendwo. Ich habe keine Ahnung wo, aber sie war irgendwo beendet. So. Okay, das läuft gar nicht nach Plan. Denn für die einigen, die es von euch nicht wissen, gleich wird der Revert mir alles versauen. Ja, wobei... Ich weiß nicht, wo ich lang gehe, aber ist mir scheißegal. Okay. Ich liebe es übrigens an dem Spiel, wenn die Anzeige mal so meint von wegen, nö, jetzt bin ich der Boss, ich gehe einfach nach unten, du kannst dagegen drücken, wie du willst. Okay. Ich habe das... Was? Seit wann kriege ich den Relay jetzt auch nicht... Oh. Das ist ärgerlich. Es wird immer ärgerlicher, Leute.
Sag mal! Okay, den einen kann ich jetzt verzichten eigentlich. So. Also auf den einen kann ich nicht verzichten. Klar, ich muss den später einsammeln, aber die Sache ist die, dass ich den auch später einsammeln kann. So. Hä? Er hat kein Willibär gedrückt. Also akzeptiert. Ach Mensch. Konzentration pur, Leute. Konzentration pur. Ich will diese verdammte Aufgabe schaffen, die vor kurzem noch 5 Minuten lang war und jetzt schon wieder 15 Minuten lang ist. Oh Gott. Die Anzeige ist manchmal heftig. Man will ja meinen von wegen, dass wenn man alles auf Top gestellt hat, dass das nicht mehr so schnell aus dem Ruder gerät, ne? Aber von wegen. Das war komischerweise eine kluge Idee, wie ich das gerade gemeistert habe. Andererseits habe ich gerade den Wheelie ziemlich nach unten strapaziert. Und jetzt schon wieder ein Teil übersehen. Ist... Da schon wieder, warum? Leute, erklärt mir mal, warum ich das Teil nicht kriege. Also da oben die Stange nicht mehr kriege. Er sagt nicht, weil ich die Punkte haben will, ja? Also, Punkte im Sinne von Highscore. So, komm da hoch. Ja, komm. Okay. Das war seltsam. Leute, es wird wieder so ein Part. Der wird unnötig lang. Warum habe ich den Haymaker gemacht? Wo habe ich den eigentlich eingestellt, dass der Haymaker da ist? Einer von euch sagt jetzt, das ist zu früh mit dem Fokus, aber ich will diese Kurve hier meistern. Und die macht mir immer große Probleme. So, und dann möchte ich hier hoch, dann möchte ich rüber. Dann möchte ich darüber. Ich habe irgendeinen übersehen, ne? Irgendeinen übersehen. Fick dich! Was?
Okay. Okay, ich merke mir, sobald ich hier einen übersehe, kann ich die Runde neu starten. Es ist einfach so. Mann, warum komme ich denn da so hoch? Ich muss überlegen gerade. Wie kriege ich das hin, dass er nicht so hoch fliegt? Was habt ihr, Leute? Ich weiß nicht, was ich hier gerade mache, aber ich weiß, dass es falsch ist. Fallen, dass ich, hier nicht mehr Tempo kriege. So, Gas geben. Ja. Ah, verdammt. Mir kommt gerade ein Grundgedanke, wie ich das machen kann. Mir kommt gerade ein richtig kranker Grundgedanke. Ich hoffe, es klappt, wie ich es machen möchte. Wenn das nämlich klappt, Leute, wenn das klappt, dann habe ich eine richtig gute Idee, wie ich die ganz einfach machen kann. Aber dafür muss ich erstmal. Dankeschön. Danke. So. Irgendwie. Zieht sich das gerade viel zu lange. Aber. Aber. Andererseits auch. Runter, 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 runter. Heiliger, ich will mal heiliger Fix sagen, ne, weil. Um Himmels Willen, Leute, ihr könnt sagen, was ihr wollt, aber das Ding habe ich gerackt, easy get wrecked, easy weggespeckt und so. Ihr könnt sagen, was ihr wollt. Das habe ich gemeistert und ich kann stolz auf mich sein. Alter Verwalter. Damit haben wir alle Automaten durch, Leute. Wir haben alle verdammten Automaten durch. Was sagt eigentlich Street jetzt? Meine Ziele, wenn ich auf Street gehe, wir haben alle Skill-Challenges auf krank, wir haben alle Renn-Challenges auf krank, wir haben alle Lines auf krank, wir haben alle Fotos auf krank. Alle Filme und auch gelernt auf krank. Und wir haben alle Arcade-Maschinen. Wir haben hier, haben wir alles gemacht? Ja, FDA haben wir alles gemacht, in der City haben wir alles gemacht. Downtown Philly haben wir alles gemacht. In der Metro waren wir auf jeden Fall drin, auf der Brücke auch. Downtown Baltimore war das mit den Blaubeeren. Lansdowne war das mit den Schuhen, die ekelhaften Schuhe. Das haben wir im letzten Part noch gemacht. Das haben wir schon ganz früh gemacht, haben wir eine Stunde gebraucht. Der Freedom Plaza haben wir mit dem First Try gemacht. Die Arcade Mall auch.
in das Space Museum. Das war auch cool. So, wir sind. Alter, wir sind eine Maschine, Leute. So, Team. Ja, das Team ist noch nicht ganz so gut. Das ist noch so Kleinigkeiten. Endziele. Da geht's jetzt hin. Das letzte Endziel. Das letzte Ziel, was wir nicht gemeistert haben. Leute, das letzte Ziel. Gehen wir jetzt nur noch hin. Und dann werden wir im nächsten Part Le Grande. Na, Finale noch nicht, aber das Halbfinale erleben. Denn dann wird danach die ganzen Parts. Oh, Guitar Hero Werbung. Wird es daran liegen. Und da entscheidet ihr mal kurz, ob wir wirklich alle Geldscheine sammeln sollen. Sollen wir alle Geldscheine sammeln? Sollen wir alle Gaps machen? Meine nur nebenbei so die Frage, ich kann es natürlich machen, aber es ist einfach nur Streckung des Let's Plays. Und das Let's Play ist in dem Fall beendet. Und ja, ich würde dann eher so die Gaps machen. Ich würde so ein Video machen, wo ich halt den Gap anzeige, wie der Name heißt, unten einblenden. Und dann würde ich den Gap da machen. Dann würde ich das in so Special Parts hochladen, Bonus Parts. Die Gaps von da, die Gaps von da, die Gaps von da, die Gaps von da und die Gaps von da und die Gaps von da und so und so und so und so. Müsst ihr halt wissen. Ist eure Wahl? Das wäre nämlich mir lieber. Dann würde ich sagen, zum Beispiel Inner Philly. Wenn wir hier auf Optionen. Nee, nicht online. Huch. Option. Nee, mein Skater. Und sagen zum Beispiel, was hier? Nein, hier war es nicht. Wo war denn Gaps? Meine Ziele? Gaps, genau. Hier, Inner City Philly, am Love Park, Downtown Philly, FDR Skatepark, Baybridge. Und dann sage ich zum Beispiel Inner City Philly off the dock. Ne? Sage ich dann. Starte da, wo ich starte, mach den Gap und dann gibt es einen Cut zum nächsten Gap, zum Beispiel Big Air from High Up, dann kommt Bomb Over the Tracks, dann kommt Bomb the Rooftop, Bomb Building Kick und so weiter und so fort. Ihr wisst, was ich meine. Und dann werden alle Gaps gemacht kurz mal und dann hat sich das und dann gehe ich ins nächste Gebiet. Und wenn dann ein Part zum Beispiel nur 5 Minuten lang ist, dann wird natürlich auch das nächste Gebiet hier direkt zum Beispiel Love Park drin direkt rangehauen noch dazu. Und ja, ihr wisst, was ich meine, ne? Gut, aber im nächsten Part erstmal das epische Regen und Skaten. Ich bedanke mich fürs Reinschalten. Bis zum nächsten Mal und Masa la vista, Baby.